Wie kann ich mich mit eCockpit mit einem Controller verbinden? Wir starten zunächst in einem leeren Projekt. Zunächst müssen wir einen Controller der Netzwerkansicht hinzufügen. Hierfür gibt es zwei Möglichkeiten. Die erste Möglichkeit finden wir im Reiter Netzwerk. Dort können wir das Netzwerk in einem eingestellten IP-Adressbereich scannen. Das mache ich jetzt einmal. Und wir werden sehen, dass wir einen Controller in meinem Netzwerk finden, einen PFC 100 8100 mit der IP-Adresse 1.17. Es kann natürlich sein, dass Sie mehrere Geräte in Ihrem Netzwerk finden. Deswegen haben Sie dann die Möglichkeit, die einzelnen Geräte auszuwählen und die Auswahl zu übernehmen in Ihr Projekt oder die gesamten angezeigten Geräte in die Netzwerkansicht zu übernehmen. Ich werde das jetzt einmal abbrechen, da ich Ihnen noch eine zweite Möglichkeit zeigen möchte, wie Sie den Controller in die Netzwerkansicht bekommen. Das ist besonders dann sinnvoll, wenn Sie sowohl die IP-Adresse als auch die Artikelnummer des Controllers kennen. Wir müssen zuerst den Controller im Produktkatalog einmal suchen. Ich weiß, dass er die Artikelnummer 57.8100 hat und ziehe diesen per Drag and Drop in die Netzwerkstruktur. Als nächstes muss ich die IP-Adresse einstellen. Dafür gehe ich einmal auf Einstellungen und gebe nun die IP-Adresse, das ist ja die 1.17, für dieses Gerät ein. Als nächstes würde ich empfehlen, dass wir einmal überprüfen, ob die Firmware auf dem Gerät aktuell ist. Dazu gehen wir auf die Karteikarte Gerät und auf den Button Firmware ersetzen. eCockpit wird sich jetzt mit dem Controller verbinden und einmal die aktuelle Firmware auf dem Controller auslesen. Wir sehen neben dem Button Firmware ersetzen, dass die Firmware im Projekt die 13 ist. Wir sehen jetzt hier, dass die Firmware auf dem Controller ebenfalls die Firmware 13 ist. Es ist also kein Firmware-Update für diesen Controller notwendig. Sollte ein Firmware-Update bei Ihnen notwendig sein, weil die Firmware auf dem Controller älter ist, wählen Sie hier die aktuelle Firmware aus und klicken dann den Button Firmware ersetzen. Wenn das erledigt ist, können wir uns einmal zum Test mit unserem Controller verbinden. Natürlich werden wir hier gefragt, ob wir die Applikation auf dem Gerät anlegen wollen, die derzeit noch komplett leer ist. Ich bestätige das einmal mit Ja und wir können uns mit dem Controller verbinden. Ich habe jetzt hier noch einmal das Web-Based-Management eines PFC 200 Controllers aufgerufen, da Sie bei diesem Gerät sicherstellen müssen, dass die Runtime unter PLC Runtime General Configuration auf eRuntime eingestellt ist, da sonst keine Verbindung mit eCockpit möglich ist.